Widerstand ist Sieg, meine Damen und Herren. Resistance, ladies and gentlemen, is victory. Was wir letztendlich tun müssen, ist aus der Manipulation aufzuwachen und uns ihr an allen Fronten zu widersetzen. Die Informationen bezüglich dieser okkulten Agenda können sehr unangenehm für deren Opfer zu hören sein. Und Frauen sind die größten Opfer dieser Manipulation. Die Neofeminismusvertreter, die durch die Agenda Kraft bekommen, ihr werdet genauso versklavt wie die Männer der Gesellschaft. Aber wenn man endlich die Methoden und Ziele der EP-Eugenik-Agenda erkennt, wacht man auf und sieht die Programmierung. Genau wie Neo, als er erwachte und die Codes der Matrix sehen konnte, wodurch er die benötigte Kraft bekam, um sich wehren zu können. Widerstand. Wenn wir kämpfen, können wir verlieren. Aber wenn wir nicht kämpfen, dann haben wir schon verloren. Leute, wir befinden uns im Krieg. Mir ist egal, ob ihr die Begriffe Kämpfen und Widerstand nicht mögt. Du bist im Krieg. Du wirst schon bekriegt. Es wird nicht demnächst anfangen, sondern er wird schon lange gegen dich und deine Kinder geführt. Das muss bewusst erkannt werden und es ist Zeit, sich zu wehren. Wenn dem Bewusstsein seine Freiheit verwehrt wird, wenn die Machenschaften der Gesellschaft den Künstler behindern, den Musiker, den Poeten, den Philosophen, kurz gesagt, den Denker, dann ist es Zeit für den rebellischen Instinkt, den Kriegszustand zu erklären. Genau da sind wir nun. Meine Damen und Herren, macht hier bitte nicht den Fehler, und denkt dabei nur an den Geschlechterkrieg. Dies ist der weltweite spirituelle Krieg, der hier auf dem Planeten läuft. Gestern fragte mich jemand, gibt es so etwas wie Gewinnen? Ja, es gibt Gewinnen und Verlieren. Ja, absolut gibt es Gewinnen und Verlieren. Ja, du magst keine Polarität, hart für dich. Es ist legitim und real. Wenn wir verlieren, dann wird dieser Planet die Hölle, was schon fast so weit ist, falls noch nicht vorhanden. Und gewinnen heißt frei zu sein, seine Rechte als freies menschliches Wesen auszuleben und zu höheren Bewusstseinsstufen aufzusteigen und Dinge aufzubauen, die wir zurzeit kaum vorstellen können. Und das Realisieren des echten menschlichen Potenzials. Das ist gewinnen. Und es ist die Wahl. Was in diesem Krieg passiert, ist unsere Wahl. Wir können uns das aussuchen, das ist die gute Nachricht bei all dem. Wenn wir unsere Gedanken, unsere Einstellungen und unser Verhalten verändern, können wir die bessere Möglichkeit auswählen und gewinnen. Genauso können wir im niedrigen Bewusstsein bleiben, in dem wir jetzt sind, und nicht das große Werk verrichten, aber dann werden wir übelst verlieren und in der Hölle landen. Es geht alles um das verlorene Wort. Nein, Widerstand. Das ist spirituelle Immunität gegen das satanische Gedankengut. Neo bekam seine Kraft, als er endlich Nein sagte. Genau da erwachte er und bekam all seine Kraft, konnte die Codes der Matrix und die Realität, wie sie wirklich ist, sehen, nachdem er das Wort Nein ausgesprochen hatte. Das ist eine meiner allerliebsten Zitate aus dem Captain America Comics, eine kleine Anekdote von gestern Abend. Ich war in einer Kneipe und trug den Hoodie, den ich trug, nachdem ich meinen Vortrag gestern beendet hatte und die Konferenz gestern vorbei war. Es ist ein schwarzer Hoodie mit der Gadsden-Schlange drauf. Ich saß draußen vor einer Musikkneipe und ein Typ kam auf mich zu und wollte Ärger anfangen. Weil er die original amerikanische Symbolik der Rebellion und des Freiheitskampfes dieses Landes nicht mochte. Ein Amerikaner geht zu einem anderen Amerikaner und fängt einen Streit an, obwohl ich mit keiner Menschenseele gesprochen habe und mich um meinen Kram gekümmert habe. Was hat es mit der Schlange auf sich?
Ich sagte, es ist die Schlange von der Gadsden-Flagge. Es war die erste amerikanische Flagge. Mach keinen Stress jetzt. Sie wurde das erste Mal in der Schlacht um Bunker Hill gehisst. Sie wurde von John Gadstone, einem Mann aus South Carolina, der den örtlichen Miliz angehört hat, gemacht. Einem Mann, der geholfen hat, die Milizen in der amerikanischen Revolution zu vereinen. Oh ja? Ich sehe die Schlange nun bei den heutigen Milizen. Wollt ihr Jungs die Polizei und das Militär bekämpfen? Und ich sagte, wenn du schon so fragst, wenn es dazu kommen muss, bist du in der Polizei oder Militär? Wenn, dann hängt es dann eher von euch ab. Er meinte wohl, dass ich im Militär war und fragte, in welchem Zweig ich diente. Ich sagte, ich bin in der Miliz und habe nie im Militär gedient. Ich bin für Freiheit. Er fragte, bist du einer dieser Anarchisten? Und ich sagte, ja, ich bin wirklich ein Anarchist. Ich glaube nicht an die Autorität des Staates. Seine Freundin war dabei und hörte zu, als ich anfing, die etymologische Bedeutung von Anarchie zu erklären. Es kommt von dem Griechischen, die Vorsilbe an bedeutet keine bzw. darüber und Archon heißt Herrscher über Sklaven. Als ich das erklärte, bekam seine Freundin dieses Aufleuchten im Gesicht und sagte, das macht eine Menge Sinn, klingt logisch, dann gibt es keine Herrscher. Das heißt, es gibt keine Sklaven, also ist man frei. Und ich sagte, exakt, das ist die Bedeutung. Und er wurde so böse, weil seine Freundin mir zustimmte, als ich die Bedeutung des Wortes erklärte. Man sah ihm seine Wut an und er sagte, wenn du es hier nicht magst, warum gehst du dann nicht? Und ich sagte, nun ja, ich werde die Frage beantworten. Ich bin wirklich sehr ruhig geblieben. Ein Freund war dabei und sah die Szenerie. Er wusste, dass ich diese Unterhaltung nicht führen wollte. Und der Typ war ziemlich angetrunken, weil er vorhin drinnen einiges getrunken hatte. Ich habe mehrfach gesagt, dass hier nichts bewiesen oder beigelegt werden kann. Wir sitzen außerhalb einer Kneipe und reden über Politik. Du wirst mich von nichts überzeugen können. Genauso wenig kann ich dich von etwas überzeugen. Ich weiß überhaupt nicht, warum du dich so aufregst. Seine Freundin stimmte zu und wollte mit ihm weggehen. Aber er war angetrunken und wollte weitermachen. Er brachte den typischen Spruch, wenn dir nicht passt, wie wir die Dinge hier regeln, warum ziehst du nicht weg? Und ich sagte, ich beantworte die Frage. Ich werde nirgendwo hingehen, weil ich im Recht bin. I'm right. Genau deswegen bleibe ich hier in Amerika. Weil ich die Wahrheit und Rechtmäßigkeit auf meiner Seite habe. Ich bin im Recht, wenn es um moralische Realität geht. I am in the right when it comes to moral reality. Das ist der Grund, warum ich nirgendwo hingehe. Ich kenne meine Rechte, ich leite keine Aggression gegen andere ein und ich möchte nicht von anderen aggressiv angegangen werden. Weil ich das erkannt habe und danach lebe, erwarte nicht, dass ich gehe. Wenn überhaupt, solltest du gehen.